Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2010. Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass wir uns im alten Jahr noch einmal hören, heute am 31. Dezember 2021. Und während man so in Athen unterwegs ist, möchte man vielleicht auch mal raus aus der Stadt und macht sich dann auf dem Weg zu einer der griechischen Inseln. Griechenland besteht ja aus mehr als 1000 Inseln. Es gibt also eine gigantisch große Auswahl. Ein paar sind auch in der Nähe von Athen. Aber bis man dorthin kommt, bewegt man sich natürlich erst nochmal durch die Stadt, um erstmal zur U-Bahn zu laufen, um von dort dann zum Hafen zu fahren und so weiter. Und da ist uns heute ein interessanter Brauch aufgefallen. Während wir im Café saßen und unseren guten Morgen-Kaffee getrunken haben, kamen kleine Kinder rein. Eins davon hatte eine Triangel und die haben dann ein schräges Ständchen geboten und dabei mit der Triangel eher weniger melodischen Krach gemacht und haben sich damit ein paar Cent von den Bäckerinnen oder Bäckereiverkäuferinnen erbettelt. Es gibt aber auch eine etwas elegantere Variante, haben wir dann auf dem Weg zur U-Bahn gesehen, dass drei Jungs mit einer Violine sich vor ein Café gestellt haben und mit der Violine ein kleines Stückchen geboten haben. Das war natürlich ein bisschen netter anzuhören, aber letztlich ging es um das Gleiche, nämlich irgendwie zum neuen Jahr oder im alten Jahr nochmal ein bisschen Geld einzusammeln. Irgendwie ein witziger Brauch. Und dann nach einer kurzen Bahnfahrt geht es dann auf den Flying Dolphin. Das sind spezielle Boote, sogenannte Tragflächenboote. Russischer Bauart, die gibt's auf der ganzen Welt, die habe ich auch schon überall rumfahren sehen, im Sommer in St. Petersburg, haargenau das gleiche Modell wie hier dann in Piräus, das ist nämlich der Hafen, wo die Dinger losfahren. Und diese Boote, die erheben sich ab einer gewissen Geschwindigkeit aus dem Wasser, weil sie auf so eine Art Kufen fahren. Und diese alten Russendinger haben natürlich auch ihre kleinen Nachteile. Sie stinken wie die Pest, weil der Diesel oder was auch immer die verbrennen, wird natürlich nach der Verbrennung direkt in die Atmosphäre abgegeben. Also die Auspuffs befinden sich nicht unter Wasser, wie bei vielen Booten, sondern es pustet direkt nach oben. Die sind irre laut und haben auch ein sehr, sehr eigenes, ja, eine eigene Fahrcharakteristik. Bei Wellengang beutelt es einen in diesen Dingern nämlich ganz schön hin und her. Wie ein Flugzeug, was in ziemlichen Turbulenzen unterwegs ist, wird man also hin und her geschaukelt. Eher was für abenteuerlustige Menschen oder Achterbahnliebhaber oder einfach Leute mit einem robusten Magen. Die setzen sich nämlich vorn hin in diesen Wasserfahrzeugen, in diesen Tragflächenbooten. Die setzen sich nicht hinten hin, wo es ein bisschen gemäßigter hoch und runter geht. Aber wenn man was erleben will, dann richtig. Nach 40 Minuten Fahrt ist man dann auch schon da. Die Dinger fahren 31 Knoten, das entspricht so ungefähr 60 km/h, was eine ordentliche Geschwindigkeit ist auf dem Wasser. Und deswegen ist man dann so schnell da und gelangt dann auf die Insel Aegina, auf der wir hier auch gerade sitzen, schön in Hafennähe am Wasser, in der Sonne, bei keine Ahnung wie viel Grad, mal schnell auf meine Uhr gucken, wie viel Grad wir haben. 16 Grad zeigt die Apple Watch an. Also ziemlich angenehm, wenn man windgeschützt sitzt und hier die lokalen Spezialitäten genießt. Hier gibt's viele lokale Spezialitäten, unter anderem auch Pistazien, die hier von der Insel stammen. Und mit Pistazien kann man alles Mögliche anfangen, wenn man sie nicht nur zum Fernsehen abends knabbert, wenn sie gesalzen sind, sondern die gibt's auch in roh und ungesalzen und auch schon geschält. Und die kaufe ich mir auch in Deutschland ab und zu. Hier werde ich mir nachher natürlich ein paar mehr mitnehmen, denn sie sind auch bio. Und mit diesen Dingern kann man unter anderem, wenn man nicht nur Eis damit zubereiten möchte, also Pistazieneis, kann man auch ein Pistazienpesto zubereiten, was mit Lachs und Nudeln zusammen richtig lecker schmeckt. Vielleicht noch ein bisschen Öl dazu, griechisches Olivenöl, und das Festmahl ist perfekt. Apropos Festmahl, wir sitzen hier, wie gesagt, in der Nähe des Hafens in einem kleinen Restaurant, es ist eine Taverne, sagt man ja hier in Griechenland. Und unser Essen wurde gerade serviert. Einmal griechische Moussaka, ganz lecker. Ein Berg-Tzatziki und dazu noch Schrimps mit Tomaten, Soße und Feta. Deswegen beende ich meinen Podcast für heute. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Wenn ihr mich noch im 2021 hört, wünsche ich euch einen guten Rutsch
Und dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder. Euer Reiko.